Okay, Mädels, das Dreier-Squad ist wieder vereint. Dann kommt der Teufel ja wieder. Was? Dann kommt der Teufel ja wieder. Ja, läuft wieder. Sehr geil. Die Fehlzündungen sind weg. Alter. Guck. Diese Backparking. Das ist Parking für die Kujaba. Right after the barrier, in blue line, is the Backparking. Okay. Schaut es euch an, überall sind hier immer so Enduros, hier eine 300er Beta, so wild und eine 125er Beta. Gute Fahrt. Gute Musik zu fahren. Mozart. Mozart hört er. Leila von okay, David hat gesagt, das ist hier die krasseste Motorradstrecke rund um Gardasee. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ah, scheiße. Aua. In diesem Moment dachte ich mir nur so, fuck Maurice, was machst du jetzt? Du steuerst gerade frontal auf eine Wand und das ist extrem gefährlich. Vorne bremsen ging nicht, weil überall nur Kies lag, da würde man wegrutschen. Deshalb habe ich mir gedacht, du musst jetzt das Heck auch noch querbringen, um den Aufprall so ein bisschen abzudämpfen und das hat zum Glück gut funktioniert. An der Stelle aber nochmal der Hinweis, immer mit Reserven fahren, nie zu schnell sein. Es gibt Momente, die kann man nicht vorhersehen, wie zum Beispiel hier, ihr seht es auch am Reifen, da lag unfassbar viel Schotter und Steinchen auf dem Boden und ich glaube, die wenigsten können in einer solchen Situation schnell genug reagieren, um aus der Sache noch gut rauszukommen, können an meiner Reaktion sehen. Ich konnte das zum Glück noch easy saven, aber es hätte auch anders ausgehen können. Ride safe. Ja, und Kies war. Ach, das ist die Brücke! Die Influencer-Brücke! Heute, was hast denn du hier gemacht? Hier willst du runter? Okay. Nee, ich glaube, da kann man nicht runter. David wollte zeigen, wie man hier runterfährt. Ja, ich glaube, das war woanders. Und Lars, wie sind die Strecken? Der darf jetzt bloß nicht ehrlich sein, der muss irgendeinen Scheiß labern wieder. Guck, dein Kopf hat schon viel zu lange gebraucht, das Gehirn muss wieder irgendeinen Kack produzieren. Anspruchsvoll. Oh, wie wäre es, einen Gang einzulegen? Hallo! Uno momento! Mach mal. Das war lustig. Wie alt seid ihr? Drei. Schokolade. Eben einmal. Was? Das war so ein Stück vom Bordstein entfernt mit deiner Felge hinten. Echt? Ja, ich hatte es aber im Gefühl. So, da haben sich noch ein paar Germanis angeschlossen. Ja. It's fast. Some people say yes, some people say no. It depends. It depends who's riding. Nice. David, dreht wieder durch. It's so crazy that you are riding motocross bike on the streets. Yeah. Yeah. No problem. Yeah, in Germany we say, sehr kurz übersetzt. Now you have to try to say it.
Repeat. Sehr kurz übersetzt. Sehr kurz übersetzt. It means a very short transmission. Jetzt geht's hier wieder los. Ah, willkommen in Italien. Jetzt macht er Wheelie, 100 Pro. Ich hab's im Gefühl. Wir sind hier an einer Bar angekommen und hier werden wir jetzt gemütlich etwas trinken. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Dir geht's echt gut, oder? Aber ich glaube, es ist nicht so viel passiert, oder? Ah, scheiße. Ja, yeah, he's fine. Okay. Yeah, look at this. Yeah, for this. Alles halbwegs in Ordnung. I mean, look at this. Yeah, yeah, it's impossible. So slippery. Yeah, you can see this also. Aber zum Glück hast du die an, Alter. Guck dir das an. Das ist alles unten offen. Ja. No infection. Ah, Ding hat's abgebrochen, oder? Ah, nee. Der war schon. Verzogen, oder? Ich glaube nicht. Hast du es gesehen? Mhm. Wer war hinter ihm?